Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz recht herzlich zum Sims 4 Umbaupart. Wir bauen nämlich der Girls WG endlich mal ein neues Heim, denn sie haben es verdient. Und Leute, ich bin ja schon ein bisschen weiter, als ihr das hier seht. Es war eine Katastrophe. Also, das Bauen an sich ist ja sowieso schon nicht so mein Ding. Und ja, dann erstmal die Idee zu kriegen, beziehungsweise erstmal überhaupt den, ja, keine Ahnung, die Inspiration oder wie Fräulein Celine immer zu sagen, die Sims-Inspiration zu bekommen, musste ich erstmal ja ein bisschen rumbauen, rumbasteln. Und ich habe mir auch vorher im Internet schon so ein paar Häuschen angeguckt, also keine Sims-Häuser, sondern echte Häuser. Und habe mich da irgendwie so ein bisschen inspirieren lassen. Ich kann euch nur so viel sagen, es ist eine extrem krasse Villa geworden und ein Riesenherrenhaus. Ich bin immer noch nicht ganz fertig, ich habe jetzt den Grundriss soweit stehen. Ich habe auch schon Böden und Tapeten und sowas alles gemacht und Fenster und Türen. Allerdings noch nicht eingerichtet. Und das kommt natürlich auch. Deswegen für alle, die sich fürs Bauen null interessieren, die können diese Woche komplett gepflegt abschalten, denn diese Woche kommen nur Bauvideos von der Girls WG vom Haus, da ich sonst zeitlich einfach gar nicht schaffe und ich schaffe auch nicht noch nebenbei noch die anderen Parts aufzunehmen. Deshalb diese Woche wirklich nur Umbau des Hauses, also mehr oder weniger Let's Builds, auch wenn ich jetzt nicht der Mega-Bauer bin. Also für alle, die jetzt gerade irgendwie neu hier sind und sich denken, wow, da ist wieder eine tolle Let's Builderin, die jetzt so richtig geile Bauwerke hier präsentiert. Nein, das ist hier nicht der Fall, da könnt ihr auch direkt abschalten. Also es ist wirklich nichts Dolles und ich mache das auch nur für die, die gerne sehen wollten, wie ich das Haus hier von der Girls WG baue. Aber ich kann euch sagen, es ist eine Residence. Es ist richtig schön geworden, also für mich finde ich jedenfalls. Also ich habe es für meine Verhältnisse, finde ich, richtig gut gebaut. Und ja, das einzige Problem ist wirklich mein Dach. Und das Dach ist auch, naja, da hatte ich auch wirklich große Probleme mit. Aber es ist trotzdem einigermaßen schön geworden. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das doch alleine gebaut habe. Denn es haben mich natürlich viele gefragt, ja, soll ich dir ein Haus bauen? Ich kann das für dich machen und so. Hätte ich auch gerne gemacht. Ihr wisst ja, ich lasse euch immer gerne bauen und ich lasse auch gerne andere für mich bauen. Wie Fräulein Celine, die hat ja schon ewig viele Sachen für mich gebaut. Aber diesmal, bei der Girls WG ist das irgendwie was anderes, weil, ich weiß nicht, die Girls WG ist irgendwie so mein Herzstück, weil damit habe ich auch auf YouTube angefangen und deswegen möchte ich das auch gerne alles selber machen. Und ich hoffe, ihr seid auch zufrieden soweit mit dem Bauwerk. Und ja, also bei dem Video wird immer viel rumgeguckt und rumgetestet, wie ihr ja schon seht. Ich drehe mich 30.000 Mal und gucke, ob mir das so gefällt und nicht und irgendwie, keine Ahnung, bla bla. Ich kann euch schon mal so viel sagen, es wird 2 Etagen haben, es wird einen Garten haben, den ich aber noch nicht fertig habe, und 2 Balkons. Einen kleineren und einen größeren. Einen größeren. Und oben die schlafen die Eltern, also sprich Mason und Mia, wenn Mason denn dann irgendwann einzieht. Und Mary und Dominic. Und unten im Keller habe ich die Kinder mal verfrachtet. Denn wir haben unglaublich viel Wohnfläche. Das muss ich auch nochmal gucken, ob ich das irgendwie so ausfüllen kann überhaupt. Sonst muss ich vielleicht eventuell ein Kind noch hochnehmen. Aber so finde ich das eigentlich schon ganz geil. Also oben die Zimmer sind wirklich nicht zu groß geworden. Nur unten irgendwie der Keller, der ist ein bisschen riesig. Da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie noch was ändere. Aber jetzt so habe ich es erstmal so gelassen. Und ja, Celine wird dann unten mit Alessia schlafen. Die werden auch so ein bisschen ihr abgeschlossenes Reich kriegen. Das heißt, die beiden Mädels, die können sich da unten ein schönes Nest einrichten. Und wenn dann irgendwann, weil ich will ja die Girls WG auch altern lassen, sprich, die werden irgendwann sterben, dann, ja, werden die Kinder dann nach oben ziehen und deren Kinder dann in den Keller. Wie das halt so läuft, ne? Und die Idee finde ich irgendwie eigentlich ganz cool. Ja, der Wellnessbereich unten im Keller, den habe ich jetzt noch nicht so ganz wirklich hingekriegt. Da kommt vielleicht eventuell noch was. Da muss ich mir mal was überlegen. Vielleicht machen wir auch so eine kleine Sauna draußen oder so. Finde ich auch nicht schlecht eigentlich, wenn wir so eine Sauna draußen machen. Ich laber jetzt so ein bisschen, während ihr euch das hier anguckt. Also ich hoffe, das ist okay.
brauche ich ja nicht viel zu erzählen. Ich habe da so eine runde Ecke hingemacht. So, und einen Pool habe ich auch noch nicht gemacht. Den will ich aber auch gerne nach draußen haben, weil ich das einfach irgendwie schöner finde, draußen im Pool zu gehen. Weiß ich nicht. Ich finde es irgendwie besser als im Keller. Also gefällt mir persönlich besser. Und das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich finde es eigentlich so ganz cool. Deswegen möchte ich gerne den Pool draußen haben. Und ja, dann kommt ja am 10. Dezember, Leute, endlich das Erweiterungspack. Da könnt ihr heute auch ab 18 Uhr, kriegt ihr so ein paar News auf simfans.de und auf der Facebook-Seite gerne mal reinschauen. Haben der liebe Daniel und der Bene, die waren ja auf dem Event und auf dem Zeit für Freunde-Event und da haben die bestimmt so ein paar coole Informationen, von denen ich natürlich auch noch nichts weiß, paar coole Informationen für euch, was das Erweiterungspack angeht und was es so für News gibt. Also auf jeden Fall mal reingucken ab 18 Uhr. Und ja, ich freue mich da schon mega drauf. Dann werden wir auf jeden Fall ausziehen. Also die Girls WG wird auf jeden Fall nach Windenburg ziehen oder Windenburg, wie man es auch gerne sagen möchte. Und da freue ich mich auch schon mega drauf. Ich denke, wir nehmen das Haus dann mit, weil ich glaube nicht, dass ich dann nochmal anfange, wieder was Neues zu bauen. Aber wir nehmen das Haus dann mit nach Windenburg und werden dann da ja endlich mal ein bisschen Party machen. Ne? Ich freue mich schon mega drauf. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch schon so mega auf das Erweiterungspack freut. Ich freue mich da schon... ich freue mich einfach mega drauf, weil das wird richtig cool, glaube ich. Schon alleine mit der Gruppeninteraktion und so, mit den Partys so. Ich glaube, das wird richtig geil. Da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Und die Häuser in Windenburg sehen ja auch ein bisschen ja, so fachwerkmäßig aus, ja, kann man so sagen. Aber ich denke nicht, dass unsere Residenz dann da hinpassen wird. Aber ist uns scheißegal, denn die Girls WG, die hat Kohle und die muss natürlich auch protzen, ne? Wir müssen natürlich zeigen, was wir haben. Und das machen wir nämlich auch. Deswegen habe ich auch so ein, ja, leicht übertriebene Villa gebaut. Aber ich finde es irgendwie geil. Ich habe mich irgendwie mega gefreut, als ich gesehen habe, wie es dann am Ende geworden ist. Und ja, ich finde es cool irgendwie. Ich finde es einfach cool. Ja, so wie ihr seht, ist das jetzt schon so ein bisschen der Umriss. Jetzt ist mir vorne die Veranda wieder weggeflutscht. Und es hat mich dann mega aufgeregt. Ich denke mir die ganze Zeit so, hä, da war da vorher eine Terrasse. Wo habe ich die jetzt hingemacht? Dann habe ich alles wieder rückgängig gemacht. Und habe geguckt, ob sie dann irgendwie wieder auftaucht. Aber irgendwie ist sie dann doch nicht mehr aufgetaucht. Dann habe ich eine neue hingezogen, die mir dann aber überhaupt nicht gefallen hat, weil die irgendwie zu groß war. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hatte jetzt eine größere Terrasse als vorher. Und das war so nicht richtig. Das wusste ich. Also das wusste ich auf jeden Fall. Der vordere Bereich vom Haus gefällt mir übrigens richtig gut. Ich denke, wenn wir da mit Blumen und so noch arbeiten, dann wird das so richtig geil. Dann müssen wir da mal gucken. Und jetzt seht ihr ja schon, die Terrasse, die ist riesig. Und so eine riesige, das soll ja sowieso nur so ein Eingangsveranda sein. Mehr oder weniger. Und das war mir irgendwie zu krass. Also das war zu groß, das fand ich auch nicht schön. Deswegen habe ich das dann alles wieder rückgängig gemacht. Habe geguckt, wie war sie vorher. Da ist sie. Da steht sie noch. Und sobald ich dann irgendwie da so eine Mauer gezogen habe, war sie komischerweise irgendwie weg. Ich weiß auch nicht, woran es genau lag. Aber sie war einfach weg. Siehst du? Zack, ist sie weg. Und dann ist sie wieder da. Das hat mich sehr irritiert. Aber ich habe es dann hinterher einfach so gemacht, dass ich mir ein bisschen gemerkt habe, wie sie aussah. Und habe dann einfach die Umrisse gezogen. Wie ihr jetzt auch sehen könnt. Und ja, das ist unfucking fassbar. Nee, aber das Dach, das war echt ein Riesenproblem. Da habe ich auch direkt die Celine angeschrieben und habe ihr gesagt, ja, mein Haus ist eigentlich ganz cool, aber Probleme mit dem Dach. Und dann wollte sie mir auch direkt ein paar Tipps geben. Ich habe jetzt aber erstmal gesagt, komm, ich mache das jetzt erstmal so, wie ich das hier habe. Und dann schaue ich mal, wie mir das so gefällt. Ich kann euch jetzt schon sagen, gefällt mir nicht hundertprozentig. Also irgendwie... könnte ich mir da auch was Schöneres vorstellen. Aber vielleicht mache ich das einfach so mit der Celine. Das ist jetzt noch gar nicht abgesprochen. Aber vielleicht mache ich das einfach so mit ihr, dass ich das Haus ja sowieso hochlade. Und dann könnte Celine das ja sich eventuell runterladen und mir ein schönes Dach da drauf zaubern. Das wäre auf jeden Fall, das wäre nett. So könnten wir das machen, ja? Das wäre gut. Ja, und da ist die Terrasse auch wieder. So hat sie mir auf jeden Fall schon 10-mal besser gefallen. So finde ich sie richtig schnieke. Hätte ich selber gern so ein Haus, muss ich ehrlich sagen. Das ist so eine Art Herrenhaus, kann man sagen. Ja, es ist so ein Herrenhaus. Also es ist so eine Mischung aus Villa und Herrenhaus. Also ich finde es unglaublich schön eigentlich. Ich würde da selber gerne drin leben. Aber, naja, hat wahrscheinlich auch seinen Preis. So eine dicke Hütte.
Aber ich finde sie geil. 10-mal geiler auf jeden Fall als unser Standard-FS-Kackhaus, was wir vorher hatten. Ist dieses Haus wirklich viel besser. Also mir gefällt es 10.000-mal besser. Unsere Pflanzen stehen übrigens da rechts in der Ecke. Die wollte ich nämlich nicht verkaufen, weil ich nämlich gedacht habe, wenn du die verkaufst, dann sind deine ausgezeichneten Pflanzen alle weg. Und dann müssen wir das nochmal machen. Und da hatte ich keine Lust drauf. Und wir müssen sowieso Gas geben, Leute. Denn wir müssen ja bis zum 10. Dezember, wenn das Add-on kommt, auf jeden Fall geschafft haben, unsere Streben zu erfüllen. Zumindest von Mary, weil Mary ist jetzt schon ewig lang dran. Und eventuell von Mia. Und vielleicht auch vom Dominik, wenn wir es noch schaffen, weil der möchte ja gerne ein Herrenhaus haben. Ich baue ihm ja jetzt gerade mehr oder weniger eins. Wäre auf jeden Fall richtig geil, wenn wir das noch schaffen könnten. Dann könnten wir uns nämlich so lange noch ein anderes Bestreben auswählen. Und dann, wenn es dann soweit ist, dass wir nach Windenburg ziehen oder in das neue Erweiterungspack halt haben, uns dann auch neuen Bestreben zuwenden, weil wir wollen ja auch dann das ganze Spiel auskosten, ne? Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, richtig geil. Das neue Add-on. Könnt ihr mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr euch so am meisten freut, was das Add-on angeht. Freut ihr euch auf die neue Stadt, auf die neue Nachbarschaft? Freut ihr euch auf die Partys, auf die neuen Interaktionen, auf die neuen Klamotten? Oder seid ihr eher so Bauer wie die Celine? Ich glaube, die Celine, die freut sich am allermeisten auf die ganzen neuen Bausachen, die es dann so gibt oder die man dann nutzen kann. Wenn es denn viele gibt, das weiß ich ja leider auch nicht. Aber ich glaube, da freut sich Celine schon am meisten drauf, auf neue Objekte und sowas. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, so wie die Josie, die baut ja auch immer sehr viel. Ich denke, die freut sich auch schon sehr auf den Baumodus. Oder allgemein auf die neuen Objekte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich am meisten eigentlich auf die Nachbarschaft. Weil ich es einfach cool finde, mal wieder in einer neuen Nachbarschaft zu sein. Und ich freue mich total auf diese Interaktion mit den Gruppen, weil davon lebt das Spiel, glaube ich, auch. Und das wird, glaube ich, richtig geil mit diesen, ja, mit diesen Gruppen einfach, dann, dass man dann so Gruppen bilden kann und so. Dann können wir mit unserer Familie voll die Gang sein und so. Das wird bestimmt richtig geil. Und ich glaube, das passt auch mega gut zu Girls WG, wenn wir so als Gang dann unterwegs sind. Ich glaube, das wird mega lustig werden. Und da müssen wir uns auf jeden Fall, ja, lustige Sachen einfallen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall schon richtig doll drauf. So, und wie ihr jetzt seht, habe ich mir gedacht, wenn wir da jetzt drumherum das Dach machen, also da, wo ich jetzt immer so eine Spalte freigelassen habe, da soll ja jetzt das Dach hin, dann könnten wir da eigentlich noch so einen kleinen Mini-Balkon hinmachen, dass man da zum Beispiel, keine Ahnung, dann stellt sich Mary da drauf oder Mia stellt sich oben drauf und schreit dann, Alessia, Essen ist fertig, kommst du bitte rein? Du hast genug gespielt für heute. Und dann kommt Alessia rein. Ne, finde ich aber irgendwie süß, so einen kleinen Mini-Balkon, dass man auch oben vom Haus aus quasi, von oben aus, in den Garten gucken kann. Das finde ich irgendwie süß. Ja, und dann halt oben noch die große Terrasse, die oben drauf steht, oben auf dem Haus. Also was heißt oben auf dem Haus? Halt oberste Etage, die dann vor der Tür ist, wo man dann so halt auf die Straße gucken kann und allgemein mal so gucken kann, was so in der Nachbarschaft denn los ist, ne? Das ist unser Stalker-Balkon. Finde ich auch ganz nice. Finde ich, braucht man auch. Die Szene mit dem Dach habe ich übrigens gerade rausgeschnitten, weil das war so popelig und fleckelig und das sah alles so scheiße aus. Da wollte ich euch nicht mit belasten. Deswegen habe ich das Dach dann quasi gebaut, offscreen. Und wenn ihr nachher dann wieder oder beziehungsweise morgen dann im neuen Part, seht ihr dann, wie ich schon fertig bin mit dem Dach. Also das Dach steht dann schon, weil das hat einfach zu lange gedauert. Das hat mich total aufgehalten plötzlich. Ich hatte eigentlich so einen guten Lauf. Ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen. Ja klar, hier und da nochmal ein paar Fehler ausbügeln. So wie jetzt, da hatte ich keinen Boden mehr. Fragt mich nicht warum. Die Bauer wissen es wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Und ja, dann habe ich da überall noch so einen Boden hingepopelt. Das hat auch noch ziemlich aufgehalten. Aber sonst bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen. Außer, dass ich natürlich hier und da mal ein bisschen, ja, gucken musste, ob das alles so passt, ob das alles so gut aussieht und. Das hat aber eigentlich doch ganz gut geklappt. Wie gesagt, das einzige Problem war halt wirklich das Dach und da fängt es ja hier quasi schon an mit dem Dach. Dass ich da oben jetzt irgendwie keinen Boden mehr drauf hatte und ich weiß auch nicht warum oder wieso. Und das hat mich auch total genervt. Und da bin ich auch, ja, da habe ich euch jetzt noch mitgenommen, das habe ich euch jetzt noch gezeigt. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wer weiß da Rat oder wer weiß, warum das jetzt so passiert ist. Das würde mich mal mega interessieren, wenn das jemand weiß, weil das hat mich einfach so aufgeregt. Ich verstehe nicht, warum da jetzt plötzlich kein Boden mehr ist. Ah nee, jetzt weiß ich auch, warum da kein Boden mehr ist.
Ich habe ja quasi um das Haus herum gebaut, ne? Deswegen ist da kein Boden. Wenn man sich das nochmal anguckt, dann fallen da plötzlich Dinge auf, die man vorher nicht gewusst hat. Naja, aber interessant zu wissen auf jeden Fall. Jetzt weiß ich auch, warum da kein Boden ist. Es ist eigentlich so einfach, ne? Ich war nur wieder blöd. Und ich habe da auch ein bisschen was vorstehen, sehe ich gerade. Aber gut. Sie macht das schon. Das ist ja interessant. Vielleicht habe ich mein Bauproblem jetzt gerade schon selbst gelöst. Auch mit dem Boden da. Mit dem... Ihr wisst, was ich meine. Mit dem Dach. Weil ich finde das immer so ätzend, dass das Dach... das steht nicht richtig. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so knapp an der Wand dran. Und das müsste eigentlich so ein ganz kleines Stück so vorstehen von der Wand aus. Damit das einfach irgendwie schöner aussieht. Aber wenn man das dann ein Kästchen nach vorne zieht, das Dach, dann sieht das auch wieder blöd aus. Dann steht das so über. Und dann habe ich noch das Problem gehabt, dass mir fällt das Wort nicht ein. Dass das Dach in die Wand reingeragt ist. Also quasi ins Haus rein. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber da wissen mit Sicherheit die Bauer Bescheid oder Rat und können mir sagen, woran das jetzt genau gelegen hat. Weil da habe ich echt gar keinen Plan von gehabt. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist immer so gewesen, dass wenn ich so ein schräges Dach, dann ist es immer ins Haus rein, also durch die Wand durch. Und ich habe es sogar gegoogelt und irgendwie stand da auch irgendwie, dass die meisten Leute keinen Plan haben, wieso das so ist. Keine Ahnung. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Josie Max spreche ich da ganz besonders an. Oder Fräulein Celine. Die können mir mit Sicherheit helfen. Oder halt alle die gerne bauen und viel bauen. Die wissen es mit Sicherheit auch. Und ihr müsst einfach wissen, ich baue wirklich gar nicht. Ich baue so gut wie nie in Sims. Früher habe ich das sehr viel öfter gemacht. Aber seitdem ich Let's Plays mache... spiele ich ja auch nur noch, wenn ich aufnehme. Und früher habe ich halt sehr viel so gespielt. Also früher habe ich immer Sims gespielt, stundenlang. Und mittlerweile ist es dann aber, wenn man dazu noch die ganze Zeit quatschen muss, dann ist es einfach sehr anstrengend und dann spielt man so kaum noch. Also ich spiele gar kein Sims außerhalb von YouTube. Und das habe ich früher sehr oft gemacht. Also früher habe ich eigentlich nur Sims gespielt und das stundenlang. Deswegen ist es für mich auch... Ja, keine Ahnung. Es ist für mich jetzt mehr oder weniger mein Job, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass ich das jetzt einfach so spiele aus YouTube-Gründen und nicht mehr, weil ich das gerne spiele. Also ich spiele es immer noch gerne, aber ich spiele einfach jetzt, weil ich für euch Videos machen möchte und nicht mehr selber für mich als Belustigung, ne? Also deswegen habe ich früher sehr viel öfter gebaut und auch viel freier gebaut, weil... Es ist einfach so, wenn ich baue und ich weiß, die Aufnahme läuft, versuche ich mich trotzdem immer so ein bisschen zu beeilen, weil ich will euch auch nicht, wie jetzt zum Beispiel, eine ganze Woche mit so Umbauvideos quälen. Und da ich im Moment zeitlich einfach nicht schaffe, noch andere Sachen nebenbei hochzuladen, weil ich einfach auch viel arbeiten muss. Heute ist Montag, heute habe ich mal frei. Aber morgen zum Beispiel muss ich schon wieder von morgens bis abends arbeiten und abends hat man dann absolut keine Lust mehr, sich noch hinzusetzen und aufzunehmen. Das versteht ihr mit Sicherheit. Bei anderen YouTubern ist das einfach viel einfacher. Die verdienen damit ihr Geld, die müssen nicht noch nebenbei arbeiten gehen und das halt so machen. Die machen das beruflich und deswegen können die auch 6 Videos am Tag hochladen. Das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Ich schaffe es, ein Video hochzuladen und das noch nicht mal regelmäßig. Also da gibt's ja, wie ihr wisst, auch zwischendurch mal so kleine Hakler drin, dass ich kein Video hochlade. Und deswegen ist das einfach so, dass ich jetzt eine ganze Woche euch leider mit Bauvideos schmeißen muss, kann man schon fast sagen. Aber wie gesagt, wer da überhaupt gar kein Interesse dran hat, ich bin niemandem böse, wenn ihr nicht zuguckt, dann schaltet einfach ab und schaltet nächste Woche wieder ein. Dann geht's ganz normal weiter. Würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr schon mal da seid. Und jetzt kommt das popelige Dach, um mal wieder zum Thema zu kommen. Ja, wie ihr seht, ich ziehe und drück einfach irgendwie das Dach dahin, damit das irgendwie da drauf geklatscht ist. Dann habe ich mir gedacht, komm, versuchst du mal was ganz Raffiniertes, ne, mit so einem schiefen Dach, ne, mit so einem gedrehten. Und da habe ich mir gedacht, nee. Das lässt immer besser, weil du kriegst ja so schon kaum hin, ein Dach zu bauen. Dann lässt du das besser auch. Und jetzt kommt mein absolutes Wunder.
Pass auf, das ist einfach fantastisch geworden. Es sieht einfach genial aus. Ich bin ein Genie. Tada! Das sieht so beschissen aus, Leute. Dann habe ich das einfach direkt wieder gelöscht, weil ich mir gedacht habe, nein, das kannst du nicht machen. Ich wollte aber mal ein bisschen raffinierter sein, aber es hat nicht ganz so hingehauen, wie ich das wollte. Aber nun ja. Und jetzt, wie ihr seht, es ist einfach so, dass der Rand ist direkt schließt mit der Wand ab. Und das finde ich irgendwie hässlich. Ich hätte es gerne so ein Stück nach vorne, aber das geht einfach nicht. So ein Mini-Stück will ich ja nur. So, wisst ihr, so ein Mini-Stück. Aber wenn du es so machst, dann ist es wieder zu weit drüber, finde ich. Oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr da auch irgendeinen Tipp. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Der Part ist ja jetzt sowieso gleich vorbei. Wie ihr seht, da ragt es dann wieder in die Wand rein und das sieht man leider auch von innen und das kotzt mich so dermaßen an. Da müsst ihr mir echt mal einen Tipp geben, wenn ihr einen habt. Und beende den Part ja jetzt gleich, weil ich da mit dem Dach einfach so lange gebraucht habe. Und da seht ihr es auch nochmal, da ragt es wieder so in die Wand ein. Also wer Tipps hat, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten würde ich sagen, lasse ich euch jetzt mit den letzten paar Sekündchen noch alleine. Also Tipps gerne in die Kommentare, ich bin dafür wirklich offen, weil ich brauche Tipps, wie ihr seht. Und im nächsten Part geht es dann ganz normal weiter. Da ist das Dach dann allerdings schon drauf. Auch nicht schön, aber selten, sag ich immer. Aber ich hoffe, ihr seid damit einigermaßen zufrieden. Und ja, vielleicht hat es euch ja trotzdem Spaß gemacht zuzugucken, auch wenn ich jetzt nicht der Megabauer bin. Aber ich wünsche euch trotzdem noch einen wunderschönen Tag. Und ich sag bis demnächst. Tschüssi!